So, das wäre es dann eigentlich auch. Ich weiß noch nicht, ob ihr jetzt irgendwas anderes vorher gesehen habt oder. Das macht keinen Sinn. So, und zwar sind wir heute Hast du das beim gerochen? Shisha-Opa. Da hinten, ich weiß nicht, kennt ihr sie? Bestimmt. Mich kennt niemand. Natürlich, Smoking Lil, die hat auch. Das ist die, die mit dem Blowjob-Mund da war in meinem letzten Vlog. Ganz zum Schluss, doch, 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 doch. Natürlich. Da haben wir den Alex, der leicht genervt ist, weil er hat das Special oder den Trailer für ein Special-Video gemacht. Richtig geil. Ja, ich merke schon. Ja, ich mache mal einen kurzen kleinen Rundgang, dass ihr mal so ein bisschen hier von der Location seht. Also das da hinten kennt ihr ja, das Shisha-Opa-Sofa. Ja. Wenn ich jetzt da reingehen muss, alles neu filmen. What the fuck? Habt ihr diese Stimme erkannt? Ihr habt sie erkannt. Aber ich darf ihn leider noch nicht filmen. Ja. Weil er ist noch nicht in seinem Kostüm. Shisha-Keks. Nein, er läuft nicht in Real so rum. Leider nicht, aber Natürlich. wir Aber werden natürlich mit gucken. Kostüm ist er mir sympathisch. Nächstes Mal ein Stück von Opa hin. Wir haben alles drauf. Ja, ich laufe mal runter. Dann seht ihr mal, wie der Opa wohnt. Das kennt man ja schon aus Opa seinen Videos hier. Es sieht hier leicht, ja, ich sag mal, unaufgeräumt aus. Alter, komm mal her, das ist halt wie Vanille. Komm sofort. Hier haben wir gestern gedämpft. Ja, wir gehen vielleicht doch lieber nicht hier hingucken. Hallo! Da ist der Shisha-Opa in real. Yes! Harte Sache. Mann, da erwischst du mich irgendwo. Du hast mich gerade eh schon erwischt. Nein. Natürlich, du bist so reingegangen, wir standen hier hinten und ich bin ja auch gerade, ist der Opa so Ja, aber du vorbeigegangen und standest beim bin Fabi im Rücken. Ich schneid's raus, wenn das ist. Du kannst sagen, ein großes Smiley macht ein bisschen mehr. Das mach ich auch, das ist ja auch geil. So, hier haben wir den Mr. Bavaria in seiner Vollmontur, so wie man kennt. Natürlich mit einem arschgeilen neuen Mundstück. Ich weiß, hast du es schon vorgestellt? Nee, gell? Nee. Dann kommt das Video wahrscheinlich erst später, wenn der Fabi es schon vorgestellt hat. Riecht mal, Leute, das ist Vanillepudding. Was ist denn das für ein Tabak? Das ist Vanillepudding. Habe ich selber gemacht. Selbstgemachter von. Aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn der zu riecht, probieren, der ehrlich riecht wie gesagt. Omas, ohne Scheiß. Vanillepudding. Wie Omas, Vanillepudding. Ich schwör's dir, Mann. Typische Dampfervanille. Ah, verdammt fett. Ich habe da halt das gleiche dieses Liquid unter Prachtstück, das kennt ihr ja schon aus dem Vlog von dem Paradise-Treffen. Ich jetzt. Mal gucken, ob der dann was taugt. Pascal von den MK Smokers auch am Start. Ja, in diesem Sinne, ich gucke mal, ob ich vielleicht sonst mich irgendwo nochmal mit dazusetze oder einlogge. Alle Kanäle sind natürlich unten drin in der Videobeschreibung. Ups, so, checkt sie aus. Und in diesem Sinne sehe ich mich dann oder ihr mich irgendwann nochmal später. Im Endeffekt optimal ist natürlich in irgendeiner Art und Weise ein Poliertuch. Irgendwas, was auf jeden Fall wenig fusselt. In meinem Fall ist es hier leider nur ein Geschirrtuch, aber was anderes habe ich gerade momentan nicht. Von daher, scheiß die Wand, irgendwas, womit ihr das Ganze im Endeffekt polieren könnt. Und jetzt müssen wir das Ganze hier verteilen und dann einreiben, um die mechanische Abtragung von dieser Patina im Endeffekt, beziehungsweise dieser angelaufenen Schicht. Willst du mitkommen? Ja. Ihr seht, es ist volles Haus. Jeder hat was zu tun. Fabi macht gerade auch für seinen Kanal ein Video. Das hier ist dem Opa sein, wie nennt es sich, Geländer. Aber dieses Geländer ist eigentlich nur Zierde, weil. Die Pfeife wird schwer. Heul nicht. Dann ist der Marvin wieder am Heulen. Achtung, Achtung. Und hallo. Wir tragen mit links anstatt mit rechts. Das ist Keks in Real. Seht ihr das? So sieht er in echt aus. Spaß! So, ja, ich bin jetzt wieder in Kassel, wie ihr sehen könnt. Ja, Opi war halt echt geil. Also, es hat sich definitiv gelohnt. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ich habe wieder mal jemand Neues kennengelernt, zum Beispiel Pascal von den MK Smokers. Das war auf jeden Fall cool. Den habe ich nämlich noch nicht so live gesehen. Alle anderen hatte ich ja dann damals im Kolonial schon getroffen. Und ich merke, ich sehe jetzt doch etwas verrobt aus, weil wenig Schlaf. Und ja, zum Opa waren es dann jetzt von Kassel 400 Kilometer eine Strecke, beziehungsweise ich glaube sogar ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht ganz genau.
Also wir sind 4 Stunden ungefähr gefahren und das hat schon jetzt dann doch ein bisschen geschlaucht, sag ich mal, zum Ende, weil, wie gesagt, wenig geschlafen und so. Ja, ich hoffe, dass ihr so einen kleinen Eindruck hattet, wie es dort war. Es war jetzt leider nicht ganz so viel. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch von den anderen irgendwie ein bisschen Videomaterial bekomme. Marvin hat ja auch gefilmt. Ich glaube, Steffi hat auch, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall hat auch Fabi von, also klar, Shisha Bavaria, der hat auf jeden Fall was gemacht, das weiß ich, das habe ich gesehen. Den werde ich mal fragen, ob vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die so für das Allgemeine bringen, mit reinpassen. Zur Not wird es halt so ein kleiner 2-Minuten-Vlog oder ist es ein 2-Minuten-Vlog? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt, weil diesmal ist nämlich meine Kamera nicht leer. War ja diesmal nicht so viel. Auf jeden Fall, ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen guten Rauch. Ja, und wie gesagt, schöne Woche oder halt auch Wochenanfang. Ich habe keine Ahnung, wann ich dieses Video hochladen werde. Sag aber dennoch danke und wir sehen uns. Haut rein!